Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. In diesem Video schauen wir uns die primitiven Datentypen, die in C# mitgeliefert werden, mal etwas genauer an. In den vorherigen Videos haben wir hauptsächlich den Datentyp int benutzt. Und jetzt schauen wir uns eben mal an, was gibt es denn überhaupt an primitiven Datentypen in C#? Welche kann ich also automatisch nutzen? Und in dieser Tabelle hier sehen wir eben diese einzelnen primitiven Datentypen aufgelistet. Hier links sieht man die Schlüsselwörter, die in C# extra für diese Datentypen existieren. Diese Datentypen sind letztendlich nichts anderes als ganz normale Typen, die im .NET Framework implementiert sind. Und in dieser zweiten Spalte sieht man eben den entsprechenden vollen Namen dieser Typen. Also beispielsweise int, was wir bis jetzt benutzt haben, ist letztendlich nur der .NET Datentyps System.int32. Und hier in der letzten Spalte sieht man eben den Wertebereich der einzelnen Datentypen. Wir gehen einfach mal kurz durch. Ich habe in dieser Tabelle die Wichtigkeit für den normalen Programmieralltag ein bisschen berücksichtigt. Das heißt, die Datentypen, die man standardmäßig verwendet, weil sie eben für den jeweiligen Typ der Standard ist, habe ich ganz oben hingeschrieben. Also die ersten fünf sind die wichtigsten, die man im Normalfall einsetzt. Wir haben eben int, das ist der Standardtyp für Ganzzahlen. Dann haben wir double, das ist der Standardtyp für Gleitkommazahlen. In 32, wie man vielleicht auch von diesem Typen ableiten kann, ist eben eine 32-Bit-Ganzzahl und ein Double ist eine 64-Bit-Gleitkommazahl. Und der Boolean ist, im Gegensatz zu C, gibt es in C# direkt einen Datentyp, der sich nur mit den Werten wahr oder falsch beschäftigt. Und das ist eben hier als Literal true oder false. Und genau diese Werte kann eben der Boolean annehmen. Dann haben wir noch Zeichenketten. Das war ja in C standardmäßig ein Zeiger auf ein Array von Charaktern. Das ist eben in C# durch den Typen String gelöst. Und char ist eben ein einzelner Buchstabe, nicht in C wie standardmäßig ASCII, sondern wir benutzen in C# eben Unicode-Zeichen. Das kann man sich darunter vorstellen. Das ist letztendlich bloß eine andere Umformungstabelle. Hinter einem Character steckt in C wie genauso in C# letztendlich nur ein Ganzzahlwert, ein Integerwert und anhand einer bestimmten Umformungstabelle. Das ist zum Beispiel die ASCII-Tabelle, die 255 Zeichen umfasst. Gibt es eben auch noch die deutlich erweiterte Unicode-Zeichentabelle. Die hat eben 65.535 verschiedene Zeichen. Und da kann man natürlich auch Zeichen aus der kyrillischen Sprache, aus dem Chinesischen und so weiter abbilden in dieser Zeile. Also im ASCII-Zeichensatz sind ja nur die hauptsächlich die westlichen Sachen und Tabulator und Zeilenumbruch und so weiter spezifiziert. Genau. Dann kommen wir zu den Datentypen, die eher nicht so häufig verwendet werden, obwohl es eigentlich teilweise Sinn macht. Also der nächste, der mit höherer Wahrscheinlichkeit kommt, ist der sogenannte Long. Das ist ein, genau wie der Int, eine Ganzzahl, aber eben diesmal mit 64 Bit. Das heißt, wir haben auch einen höheren Wertebereich. Wenn wir hier gucken, wir können mit int eben Zahlen zwischen minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1 abbilden. Und da wir eben doppelt so viele Bits für den Long zur Verfügung haben, haben wir letztendlich hier auch eben den doppelten Wertebereich, wie hier zu sehen. Der Short ist eben ein 16-Bit
Ganzzahl-Integerwert und hat deswegen auch bloß die Hälfte letztendlich dieser Wertebereiche für sich. Genau, dann gibt es diese Ganzzahlen eben auch noch als nicht signiert. Also wir haben nicht die Möglichkeit, bei uint, bei ulong, bei ushort in den negativen Bereich zu kommen. Da geht es eben nur von 0 bis 2 hoch 32, eben 1 mehr jeweils. Aber diese unsigned integer oder long oder unsigned short Datentypen finden eigentlich fast keinen Einsatz. Also am ehesten noch, wenn man Systeme baut, wo sowohl C-Sharp-Code als auch beispielsweise C++-Code genutzt wird, wo man dann quasi Funktionsaufrufe in andere Sprachen hineinmacht und damit auch in andere Ausführungssysteme. Schauen wir uns später noch genauer an. Dann braucht man diese Datentypen am ehesten, um bestimmte Werte zu konvertieren von C++ nach C-Sharp. Ja, dann kommen wir zum 32-Bit-Gleitkommazahltypen, das ist der sogenannte Float. Man sieht hier, das Ganze wird tatsächlich eigentlich Single als Typ genannt im .NET Framework. Und wichtig ist vielleicht auch noch gleich zu sagen, Float und Double, die beiden Gleitkommazahltypen, die speichern ihre Gleitkommazahlwerte im Binärsystem ab, wohingegen der Decimal nicht diese Binärdarstellung auf Byte-Ebene oder auf Bit-Ebene anwendet, sondern diese in einem eigenen Format im Dezimalsystem, also im Base-10-System speichert. Float und Double, wie gesagt, benutzen das Base-2-System und sind damit natürlich viel näher an der Transistoren- Funktionsweise dran, die einfach sagt, Spannung ja, Spannung nein. Deswegen muss man im Hinterkopf behalten, dass Double und Float wesentlich schneller mit Operatoren verarbeitet werden als Decimal, weil Decimal eine andere Darstellungsweise verwendet, die nicht so gut optimiert ist für die aktuellen Prozessoren oder Prozessorarchitekturen, die eben, naja, sehr gut ja oder nein machen können, ne? 0 oder 1. Wo wird Decimal verwendet? Das ist eine 128-Bit Gleitkommazahl, wird hauptsächlich in Finanzsoftware verwendet, weil man da eben auch Nachkommastellen Bytes berechnen möchte oder ohne Annäherung, sondern genau akkurat berechnen möchte. Deswegen findet man den Decimal häufig zum Beispiel in Finanzsoftware. Wohingegen, wenn man normal auf Gleitkommazahlen setzt, setzt man standardmäßig einfach den Double ein. Der hat eine Genauigkeit von ca. 15 bis 16 Stellen, je nachdem, welche Zahl dargestellt werden soll. Der Float zum Vergleich hat 6 bis 7 Stellen. Deswegen sollte man ihn eigentlich auch nicht mehr einsetzen. Also standardmäßig Double. Wenn man es ganz genau haben will, benutzt man den Decimal, vor allen Dingen, wenn man die Zahlen, die man einsetzt, auch hauptsächlich im Dezimalsystem hat. Dann haben wir noch die ganz normale 8-Bit-Darstellung als sogenanntes Byte. Also ein Byte ist ein Wert zwischen 0 und 255 und das ist eben das, was mit 8 Bits letztendlich dargestellt werden kann. Also 2 hoch 8, der Raum ist da abgebildet. Und dann haben wir ein sogenanntes Signed Byte. Die Variante, wie man die Typen benennt, ist eben bei Byte genau umgedreht wie bei Int, Short und Long. Man sagt hier eben, das ist ein signiertes Byte oder ein Signed Byte auf Englisch und das geht dann eben auch in den negativen Wert mit rein. Also wir haben hier den Wertebereich minus 128 bis 127. So, und dann kommt der letzte, aber auch eigentlich mit interessanteste primitive Datentyp und das ist Object. Ein Object ist ein sogenannter Referenztyp, genauso wie String, sollte man sich merken.
String und Object sind beide Referenztypen, wohingegen alle anderen hier zu sehenden Typen sogenannte Wertetypen sind. Was das genau heißt, schauen wir uns in einem späteren Video nochmal genauer an. So viel sei nur gesagt, wenn wir beispielsweise eine Int-Variable erstellen, dann wird dieser Int auf dem sogenannten Stack abgelegt. Das habe ich auch in einem vorherigen Video schon mal gesagt. Und wenn wir dieser Variable dann einen Wert zuweisen, steht letztendlich in dem allokierten Speicher auf dem Stack für diesen Int dann eben die entsprechende Byte-Repräsentation, beispielsweise für den Int-Wert 42 drinnen. Bei Referenztypen ist das anders. Wenn wir eine Variable eines Referenztypen, also beispielsweise String oder Object erstellen, dann landet die Variable erstmal auch auf dem Stack, aber diese Variable hält nicht wie beim Int direkt den Wert, sondern wir haben hier die Adresse eines Objektes. Objekte liegen in C# immer auf dem sogenannten Heap. Das ist einfach eine logische Aufteilung des Arbeitsspeichers zwischen Stack und Heap. Und die Variable auf dem Stack hat letztendlich bloß die Adresse eines Objekts auf dem Heap in sich stehen. Und mit dem Punktoperator, den jetzt übrigens nicht hier mit diesem Punkt gleichsetzen sollte, das ist einfach bloß, das hat mit Namespaces und dem Namen von Typen zu tun. Aber mit dem Punktoperator kann man dann diese Adresse in einer Variable dereferenzieren und dann auf die Mitglieder des entsprechenden Objekts zugreifen. Das schauen wir uns aber im Detail noch später an. Also wie kann man sich das letztendlich praktisch vorstellen, wenn ich eine String-Variable erstelle? Das können wir uns wahrscheinlich auch gleich mal einfach in Visual Studio anschauen. Wir erstellen uns hier einfach mal diese Variable nennen wir mein Text und in diese Sache schreiben wir jetzt eben einfach mal Hallo Welt rein. Dann haben wir letztendlich diese Variable, liegt auf dem Stack und referenziert ein String-Objekt, das auf dem Heap liegt. Und in diesem String-Objekt, das kann man sich ähnlich wie in C wie ein Array aus Charaktern, aus eben diesen Char vorstellen, ist letztendlich diese einzelnen Charakterwerte gespeichert. Also einmal das H, einmal das A, dann an der nächsten Stelle das L und O und so weiter. Und in dieser Variable steckt jetzt nicht tatsächlich dieser Wert drin, wie es zum Beispiel bei Integern der Fall wäre, wenn ich das so mache, steckt hier auf dem Stack direkt die Byte-Repräsentation von 42 drin und oder Ganzzahl-Repräsentation, sondern hier wird tatsächlich ein anderes Objekt referenziert und dieses Objekt ist sowas ähnliches wie ein Array, der aber eben nicht auf dem Stack liegt, sondern auf dem Heap. Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann gucken wir uns auch nochmal genauer die Literale für die jeweiligen Datentypen an. Wir fangen einfach mal mit den Ganzzahltypen an. Ich lösche kurz diese Funktion aus den vorherigen Videos. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, wir haben hier den Datentyp Int und wir haben gesehen, die Literale sind einfach Ganzzahlnummern, die eben hier angegeben werden direkt. Und damit kann ich den Int-Wert 42 dieser Variable zuweisen. Dann haben wir natürlich auch noch den Long. Das mal hin. So. Und diesen Long kann man ebenfalls nutzen, indem man hier
eben ein L anhängt. Also es ist auch vollkommen egal, ob man das L groß oder klein schreibt, wie man hier sieht. Sobald ich hinter eine Nummer ein L schreibt, gibt dieses komplette Literal letztendlich keinen Int-Wert mehr zurück, sondern einen Long-Wert, wie man hier sieht. Standardmäßig wird es groß geschrieben. Ich mache es in meinem Code meistens klein. Das ist aber letztendlich egal. So, dann haben wir noch den unsigned int beispielsweise gehabt, den man zwar nicht häufig verwendet. Und wenn wir daraus aus einem Literal eben einen unsigned int machen wollen, dann setzen wir einfach ein U dahinter, entweder ein kleines oder ein großes. Wie man hier sieht, dann wird aus dieser 41, die ich jetzt hier habe, eben nicht, diese wird nicht wie ein int behandelt, sondern wie ein unsigned int. Und es ist auch nicht möglich, dass ich beispielsweise hier sage, ich möchte einen negativen Wert einer nicht signierten Datentypen zuweisen. Also ich kann hier nicht minus 41 einem uint zuweisen, weil er ja nur von 0 bis 2 hoch 32 geht. Genau, also prinzipiell kann man sich merken, das L steht für long, egal ob groß oder klein. Das U steht eben für unsigned, das heißt, wenn ich einen ulong habe, dann mache ich einfach zum Beispiel eine sehr, sehr große Zahl, so, und setze dahinter UL. Und wir sehen dann, dass das zum ulong wird, dieses Literal. Und man sieht ja auch, dass eben im Pop-up erscheint der Text, dass diese Zahl, dieses Literal, was hier, mit dem ich über der Maus bin, dass es eben eine 64-Bit nicht signierte Ganzzahl ist. Okay, also nochmal kurz für die Ganzzahltypen. Normale Zahlen oder normale Literale geben eben ints zurück. Mit L wird es ein long, mit U wird es ein unsigned, mit UL wird es eben ein unsigned long. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn beispielsweise mit short? Dafür gibt es kein Suffix für die Literale, also man verwendet dann einfach die int-Variante, wie hier. Und der Compiler sorgt dafür, dass dieser Integer-Wert, wie man hier sieht, dann zu einem Short wird. Also hier gibt es keine Suffix-Schreibweise dafür. Dann, wie gesagt, zu den Ganzzahltypen. Am häufigsten verwendet man eben int, byte. Das hat auch keine eigene Schreibweise. Da sagt man zum Beispiel auch, in diesem Byte soll drin stehen 12, meinetwegen. Und in besonderen Fällen, wenn man eben meint, der int könnte überlaufen, benutzt man long. Und diese drei hier unten sieht man eher sehr selten. Okay, dann schauen wir uns als nächstes die Gleitkommazahlen an. Da haben wir ja gesagt, darunter fallen Double, Float und Decimal. Und diese Zahlen, also letztendlich repräsentieren sie auch Zahlen, aber eben nicht Ganzzahlen, sondern letztendlich reelle Zahlen. Und diese werden eben auch in einem unterschiedlichen Format im Gegensatz zu den Ganzzahltypen abgespeichert. Das Format ist auch von der IEEE spezifiziert, also das ist in eigentlich fast allen Programmiersprachen gleich implementiert. Nennt sich dann auch Floating Point Number Format. Und wir haben eben gesagt, zwischen Double und Float, die speichern ihre Gleitkommazahlen im Binärsystem ab, also im Base 2. Und
der Decimal benutzt wie das uns Menschen übliche Dezimalsystem. Also wir rechnen in Base 10. Genau, und dann schauen wir uns mal an, wie die Literale zu diesen Typen ausschauen. Also wenn wir eine Double-Variable erstellen, dann sagen wir eben, wenn wir einen Punkt mit aufführen, dann ist dieses Literal standardmäßig ein Double. Das heißt, wir haben jetzt 42,25. Das reicht übrigens auch, wenn man bloß Punkt 7 schreibt. Das würde quasi 0,7, also ist genau gleich diese Schreibweise. Man kann dann die in Führung stehenden 0 einfach weglassen. Eine andere Schreibweise für Double ist eben auch, wenn man in einem Double eine Ganzzahl zuweisen will, dass man ein D dahinter hängt. Entweder ein kleines wie oben oder eben ein großes. Wie gesagt, ich benutze vorwiegend die kleine Schreibweise. Dieses Literal hier ist, obwohl es ohne das hier ein Int wäre, eben mit dem D dahinter ein Double, wie man sehen kann. Wenn wir uns den Datentyp Float anschauen, dann sehen wir, dass wir nicht einfach diese Schreibweise benutzen können. Da gibt der Compiler einen Fehler aus. Es ist nicht möglich, dass wir diesen Double-Wert automatisch in einen Float-Wert umwandeln, obwohl 42,25 ja offensichtlich im Wertebereich von der Float-Zahl ist, sondern wir müssen da explizit ein F dahinter hängen. Es ist auch vollkommen egal, ob man dann eben diese Dezimalschreibweise verwendet oder nicht. Man kann eben das auch so schreiben. Wichtig ist aber, beim Float müsste immer ein F dahinter stehen. Da ich aber eh rate, diesen Datentyp nicht zu benutzen, weil er nur eine Genauigkeit von 6 bis 7 Stellen hat, was manchmal oder ziemlich häufig nicht immer ausreicht, würde ich eh mal raten, dass man den Double standardmäßig nimmt als Gleitkommazahl. Und dann haben wir noch den Decimal. Für ihn, die Literale, macht man eben mit dem Suffix m. Das heißt, wenn ich hier wie üblich das m anhänge, wie hier zu sehen ist im Code, dann wird eben aus einem Literal eine Gleitkommazahl im Decimal-Format. Genau. Einen wichtigen Punkt gibt es noch bei Double und Float, wenn man sie in dem Fall, wenn man sie vergleicht. Da muss man nämlich aufpassen, denn Gleitkommazahlen können ihre Werte, die nach dem Komma stehen, tatsächlich nur genau auf ein Halb, ein Viertel, ein Achtel und ein Sechzehntel, wenn sie im Binärsystem abgespeichert werden, darstellen. Wenn wir Werte zwischen ein Halb und ein Viertel haben, also beispielsweise 0,3 wäre so ein Wert. Die sind nicht komplett akkurat bis auf die letzte Stelle im Binärsystem abgespeichert, sondern eine Annäherung. Deswegen, wenn man zwei Gleitkommazahlen mit dem Ist-Gleich-Ist-Gleich-Operator vergleicht, sollte man Folgendes beachten. Ich zeige einfach mal das Beispiel dazu. Zwischen zwei Double-Zahlen. Variablen. Wir machen einmal eine Double-Zahl, Gleitkommazahl a, die könnten wir zum Beispiel so berechnen mit diesem Ausdruck. Und wir machen uns eine Gleitkommazahl b, die könnten wir uns beispielsweise so berechnen. Und intuitiv würde man jetzt erwarten,
dass Gleitkommazahl A und Gleitkommazahl B eigentlich gleich sein müssten. Was wir hier sehen, das schauen wir uns nachher in einem späteren Video nochmal genauer an, ist ein sogenannter If-Else-Block. Funktioniert genauso wie in C letztendlich. Wir überprüfen hier einen booleschen Ausdruck, hier eben mit dem ist gleich Operator. Und wenn dieser boolesche Ausdruck wahr zurückgibt, dann wird eben dieser Block ausgeführt, also der unter dem if. Und ansonsten wird eben der unter dem else-Block ausgeführt. Also es ist ein Entweder-Oder letztendlich, was hier ausgedrückt wird. Und wir debuggen einfach mal bis zu diesem Punkt. Man kann den Debugger starten und bis zu einer gewissen Zeile den Code laufen lassen, indem man einfach Steuerung F10 drückt und dabei den Cursor auf der entsprechenden Zeile hat. Ja, dann läuft der Debugger bis hierhin. Und wir müssten jetzt uns eigentlich denken, dass A und B ungefähr den gleichen Wert hat. Also das heißt, dass als nächstes diese Zeile ausgeführt wird, aber es wird nicht. Und das liegt eben, wie gerade erklärt, daran, dass Zahlen, die nicht genau eine Fraktion von 2 bei einem Bruch darstellen, oder besser gesagt hinter dem Dezimalpunkt nicht irgendwie ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, also Mehrfache von 2 sind, werden nicht akkurat im Speicher festgehalten. Und wenn wir dann auf diesen nicht akkuraten Werte weitere Werte über Operationen verrechnen, dann kommt ein letztendlich immer ungenauerer Wert raus. Und das sehen wir auch hier. Wir hätten hier eigentlich gedacht, hier muss unbedingt 1,0 rauskommen, genauso wie bei dieser Addition hier für Gleitkommazahl B. Hier sehen wir auch, hier ist 1,0 rausgekommen und hier eben aber nur fast 0, also 1,0, sondern 0,99, und an der hintersten Stelle unterscheidet man sich dann. Ich kann dazu auch nochmal die Ansicht vergrößern, wie man hier sieht. Liegt eben daran, dass Double im Binärsystem abspeichert. Ja, wie kann man dieses Dilemma verhindern? Indem man nicht den ist gleich Operator bei Double- oder Float-Werten einsetzt, um auf Gleichheit zu überprüfen. Sondern man benutzt einen anderen Ausdruck, der etwas komplizierter ist. Ich kopiere diesen if-else-Block einfach mal, wenn wir letztendlich genau das machen wollen. Und anstatt hier eben auf ist gleich zu überprüfen, was mein Code-Unterstützungstool wahrscheinlich auch nicht so gut findet, wie man das hier an der blauen Unterringelung sieht, wir möchten jetzt eben erstmal die Absolute-Funktion, abs abgekürzt, aus der Klasse Math. Das ist eine statische Funktion, die den Betrag einer Zahl bildet. Und wir ziehen jetzt einfach Gleitkommazahl A von Gleitkommazahl B ab. Oder umgekehrt, genau gesagt. Und hier haben wir einen gewissen Toleranzwert. Und diesen Toleranzwert, den setze ich eben auf 0,0001 beispielsweise. Entschuldigung, das muss natürlich ein Double sein. So, was passiert hier? Wir ziehen hier 2 Werte voneinander ab und bilden den Betrag. Also nehmen wir mal an, A sollte eigentlich gleich B sein.
ist aber etwas kleiner als b, weil wir zu Ungenauigkeiten gekommen sind aus der vorherigen Begründung. Dann kommt hier etwas, das kleiner, ein bisschen kleiner als 0 ist. Nicht viel, aber ein bisschen raus. Dann nehmen wir das Vorzeichen weg mit dem Betrag. Und wenn dieser Wert dann kleiner eines gewissen Toleranzwertes ist, dann glauben wir oder bestimmen wir, dass diese beiden Zahlen letztendlich gleich sind. Und der Toleranzwert, den kann man nicht einfach so voraussagen, den muss man wirklich selber bestimmen. Ich habe jetzt hier eben letztendlich die vierte Stelle hinterm Komma genommen, weil ich hier oben bloß eine Genauigkeit von 3 Stellen hinterm Komma habe. Und wenn wir jetzt bis zu dieser Zeile letztendlich laufen, dann sehen wir, dass wir eben jetzt mit dieser Auswertung sehen, dass a und b, diese Gleitkommazahlen, als gleich identifiziert wurden. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man bei Gleitkommazahlen im Blick haben sollte. Nur zur Vollständigkeit, wenn wir das Ganze mit Decimals machen. Ich nenne das jetzt einfach Decimal A und Decimal B. Natürlich muss ich auch den Typ ändern. So. Dann wird das Ganze nicht passieren. Warum? Weil wir hier Angaben im Zehnersystem haben. Also ich kann durchaus hier diesen Decimal A mit Decimal B vergleichen und komme dann eben in den entsprechenden Block rein. Wenn wir bis zu dieser Zeile laufen, sehen wir eben, dass bei Decimal, da dieser eben mit im Zehnersystem abgespeichert wird, kommen wir eben bei dieser ist gleich Operation nicht in Schwierigkeiten, wie das hier oben der Fall war. Okay, damit haben wir den Punkt der Gleitkommazahlen abgedeckt. Nächstes schauen wir uns nur sehr kurz sogenannte boolesche Werte an. Und boolesche Werte sind letztendlich bloß vom Typ bool. Und diese Typen können eben nur true oder false annehmen. Mehr ist im Wertebereich nicht drin. Und im Gegensatz dazu wie in C konnte man in if-Abfragen auch Integerwerte nehmen. Wenn es 0 war, gilt das als false, oder wenn es größer oder ungleich 0 war, besser gesagt, galt es als true und man ist in diese Schleife reingegangen. Das geht in C-Sharp nicht mehr. In C-Sharp muss man Ausdrücke verwenden, die explizit einen boolschen Wert zurückgeben, also vom Typ bool sind letztendlich. Und das machen zum Beispiel die Vergleichsoperatoren, wie hier dieser kleiner Vergleichsoperator. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt, das sind Zeichenketten und Buchstaben. Mit char definiert man sich eben eine Variable, die genau einen Buchstaben abbildet. Und Buchstaben macht man eben mit einfachem Hochkomma und setzt dann hier eben den Wert ein. Und das ist eben auch ein Wertetyp, das heißt, dieser Buchstabe würde jetzt hier auf dem Stack gespeichert werden. Hingegen, wie schon vorhin erwähnt, ist der String eine sogenannte Zeichenkette und das ist ein Referenztyp. Und Vorsicht auch,
Auch dieses Teil hier ist eine Zeichenkette. Warum? Weil hier doppelte Hochkommata benutzt werden. Oder doppelte Anführungszeichen ist eigentlich der genauere Begriff. Also alles, was zwischen doppelten Anführungszeichen steht, ist ein String. Alles, was zwischen einfachen Anführungszeichen steht, ist ein Buchstabe. Bei Buchstaben kann ich natürlich nicht sowas hier angeben, sondern wirklich nur einen Wert. Aber bei Zeichenketten kann ich dann eben längere Buchstabensequenzen letztendlich angeben. Ja, wir können uns natürlich auch nochmal den Standardwert letztendlich anschauen für diese verschiedenen Typen. Für alle Ganzzahltypen ist der Standardwert 0. Das heißt, wenn wir eine Int-Variable einfach so definieren, ohne ihr direkt einen Wert zuzuweisen, steht hier standardmäßig 0 drin. Das gleiche gilt für Gleitkommazahlen, da steht eben in jeweils anderen Format 0 drin, aber letztendlich ist es die gleiche Zahl. Jetzt ist natürlich interessant, was ist denn der Standardwert für char? Das ist das sogenannte Standardwert. Wenn wir mal bis zu dieser Zeile gehen, dann sehen wir eben, dass hier im Standardwert das sogenannte Backslash 0 steht. Wenn wir genauer hinschauen, sieht man hier das Backslash 0. Und das ist eben der Zeilenumbruch, der sich noch an die Escape-Sequenzen aus C erinnert. C-Sharp hat sehr ähnliche Escape-Sequenzen für Zeichenketten. Und die schauen wir uns aber genauer an, wenn wir die String-Klasse nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen, in einem späteren Video. Gut. Dann beenden wir das erstmal. Dann ist natürlich auch die Frage, wir haben ja gesagt, dass im Gegensatz zu allen anderen Typen ist String und Object sogenannte Referenztypen. Dann gucken wir auch mal, was sind denn deren Standardwerte, wenn ich mir Variablen von diesen erstelle. Wir gehen mal bis hier hin und schauen uns das dann an, und hier sehen wir jetzt, dass der Standardwert null ist. Das ist was ganz Besonderes. Null können nämlich nur Referenztypen annehmen. Also es ist nicht möglich, dass ich hier diesem char beispielsweise das Literal null zuweise. Warum? In dieser Variable, diesen Wertetyp, ist kein anderes Objekt referenziert. Man kann diese Referenztypen oder Variablen von diesen Referenztypen wirklich fast wie Pointer in C. Also wir haben quasi Werte, die woanders im Speicher liegen, und unser Zeiger hat eine Adresse auf genau diese Objekte im Speicher letztendlich festgelegt. Genau das gleiche passiert hier. Diese Variable ist letztendlich nichts als eine Referenz auf ein anderes Objekt. Und wenn wir eben kein Objekt gesetzt haben, dann ist diese Referenz standardmäßig auf 0 gesetzt. Das heißt letztendlich nichts anderes als dass diese Referenz auf kein Objekt zeigt. Wie gesagt, null kann man eben nur Referenztypen zuweisen. Ja, und dann schauen wir uns zum Abschluss des Videos auch noch an, wie erstelle ich mir denn jetzt eigentlich so ein Objekt? Offensichtlich ging das beim String, wie wir hier oben sehen, über diesen Syntax. Also wir geben einfach hier einen Text in zwei Anführungszeichen an. Und daraus wird dann offensichtlich ein Objekt generiert. Das ist aber beim String wirklich die Ausnahme. Normalerweise muss man den new-Operator einsetzen, um Referenztypen zu instanzieren. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier new als Schlüsselwort stehen und danach den
Namen oder den Namen des Typen eigentlich, den wir instanzieren wollen, gefolgt von zwei Klammern. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich, man könnte es schon vermuten, aber es ist tatsächlich auch ein Funktionsaufruf eines sogenannten Konstruktors. Und dieser Funktionsaufruf gepaart mit dem New-Operator ist eben dafür zuständig, dass für genau diesen Typen entsprechend seiner Beschreibung genauso viel Speicher wie nötig im sogenannten Heap erstellt wird. Und dieser Konstruktor, was letztendlich nur eine Initialisierungsfunktion ist, aufgerufen wird, um diesen neuen Speicherbereich, der ja hier erstellt wurde mit dem New-Operator, zu initialisieren nach bestimmten Regeln. Wie das genau ausschaut, was Klassen sind, was Referenztypen sind und wie Konstruktoren eingesetzt werden, schauen wir uns in einem späteren Video noch genauer an. Aber nur mal so viel, da eben Object auch ein Referenztyp ist, diese Referenztypen, Klassen im Allgemeinen, werden standardmäßig mit dem New-Operator erstellt. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, es ist übrigens auch möglich, dass wir die Wertetypen, wie zum Beispiel int, mit dem New-Operator erstellen. Das hat aber nicht die gleiche Auswirkung, wie ich gerade eben hier unten erzählt habe. Auch wenn wir hier unten einen New-Aufruf machen, landet dieser Wert letztendlich bloß auf dem Stack. Also hier initialisieren wir genauso, wie wenn wir einfach bloß diesen Syntax verwenden, eine Variable auf dem Stack. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben hier in diesem Video nochmal die Grunddatentypen, die man in C# verwenden kann, genau unter die Lupe genommen. Was man bei ihnen beachten muss, vor allen Dingen bei den Double- und Float-Typen. Wir haben gesehen, wie man Zeichenketten, Buchstaben, die verschiedenen Zahlentypen und so weiter mit den entsprechenden Literalen und den dazugehörigen Suffixen jeweils initialisiert. Und wir haben festgestellt, dass im Gegensatz zu allen anderen String und Object eben Referenztypen sind und dass man Referenztypen üblicherweise eben mit dem New-Operator initialisieren muss, damit man ein valides Objekt dazu letztendlich erhält. Okay, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns etwas genauer an, wie wir eigentlich Typumwandlungen machen können, wie beispielsweise zwischen int und double. Bis dann!